Hi Leute, herzlich willkommen zum heutigen Video über Throne and Liberty. Ich habe es euch schon angekündigt in der Vorschau für 2023, dass ich dazu noch ein Video mache und heute ist es soweit. Wir starten durch und besprechen heute mal möglichst alle Aspekte, die dieses MMORPG aus Asien mitbringen wird. Gehen wir zum Start erstmal auf die Klischees ein, die ja für solche Spiele meistens auch zutreffen. Frauen in High Heels auf dem Schlachtfeld? Häkchen dran. Throne and Liberty hat das auch, konnte man bereits in Gameplay-Material sehen. Bekloppte magische Tierwesen auf Bobbycars oder in Heißluftballons? Bisher Fehlanzeige, bin ich sehr froh drum. Junge Frauen, die stöhnend eine dramatische Geschichte erzählen, kann ich euch noch nicht ganz sicher sagen. Vielleicht, vielleicht nicht. Aalglatte Haut bei alten und gestandenen Recken. Wie es aussieht, vielleicht. Der Charaktereditor gibt viel her oder soll viel hergeben, unter anderem auch die Charaktererstellung mittels künstlicher Intelligenz durch ein eigenes Foto von sich selbst. Bin mal gespannt, ob das hinhaut und mit wie viel Falten. Verdammt viel Pay to Win. Das ist noch eine Sache, die offen ist. Mehr dazu nachher noch im Video. Es gibt ein paar brisante Hinweise drauf, was Throne and Liberty angeht und ich bin einfach mal gespannt, ob die sich bewahrheiten. Als nächstes die Aufwertung der Ausrüstung mit Fehlschlagchance. Bisher keine Anzeichen, diesbezüglich kann ich noch nicht sicher sagen. Das ist bei mir ehrlich gesagt auch der Knackpunkt. Wenn das eine Aufwerterei wird wie bei einem Lost Ark oder ähnlich oder Black Desert Online, war es das für mich persönlich auf jeden Fall mit diesem Game. Zu guter Letzt eine Story, die gerade mal ein Hauch glaubwürdiger ist als die eines Pornos. Wir werden auch hier sehen, ob sich das hier herauskristallisieren wird bei diesem Game. Deshalb gehen wir doch lieber mal zum nächsten Part vom Video heute, nämlich die Features von Throne and Liberty. Open World wird es geben, und zwar mit Unreal Engine 4. Manche Quellen behaupten, es wäre in der Unreal Engine 5 entwickelt worden. Das ist meines Wissens falsch. Es ist die Unreal Engine 4. Als nächstes haben wir offene Dungeons mit mehreren Ebenen. Diese offenen Dungeons sollen die Spieler zusammenbringen, und die mehreren Ebenen sollen dafür sorgen, dass eine Gruppendynamik entsteht, dass das Ganze mehr exciting wird einfach und dass man so auch Teams bildet, mit Gruppen zusammenarbeitet und so weiter. Klingt erstmal gut. Ich bin gespannt natürlich, wie sich das ausgehen wird. PvP, da haben ja viele Leute eine Befürchtung, das wird es nur in bestimmten Zonen oder auch nur zu bestimmten Uhrzeiten geben. Man kann also, wenn man die Weltkarte öffnet, direkt auch in den Zonen sehen, wann ist ein PvP-Event und wann sollte ich mich dort nicht aufhalten? Und das ist eine gute Sache. Ich finde die Herangehensweise in Ordnung. Es wurde auch erwähnt, dass es ein PvP-Flagging geben wird. Also man kann sich fürs PvP markieren. Ich weiß nicht, ob das dann für die Zonen gilt, wo ein Event ist, was PvP anbetrifft. Aber auf jeden Fall gibt es diese Option wohl für Throne and Liberty. Ansonsten sind große PvP-Schlachten und Gilden gegen Gildenschlachten angedacht. Da geht es dann auch darum, einen bestimmten Punkt zu erobern und diesen auch dann zu verteidigen als Gilde. Insgesamt Throne and Liberty auf jeden Fall einen Schwerpunkt auf PvP-Schlachten und Gilden versus Gildenkriege. Hier sei erstmal gesagt, wir erinnern uns zurück an ein Spiel, was auch aus Asien kam, was sehr lange in Entwicklung war. Man beachte die Parallelen und einen großen Fokus auf PvP gelegt hat. Elion. Im Endgame von Elion war eigentlich hauptsächlich noch PvP zu tun. Natürlich gab es auch ein bisschen PvE und Dungeons hier und da ein bisschen, aber ein großer Fokus. Die Endgame-Zonen waren PvP-Zonen und da kam man nicht drum rum. Ist hier bei Throne and Liberty ein bisschen anders. Da kommt man wohl drum rum, aber in Elion kam man nicht drum herum. Und das mit einem Aufwertungssystem, was eine Fehlchance, und zwar eine krasse Fehlchance haben kann, ist ziemlich kacke. Das kann ich jetzt schon mal im Voraus sagen für euch. Deshalb hier wirklich anschnallen, die Gurte anziehen. Denn wenn das hier ein Aufwertungssystem mit Fehlchance hat und irgendwie ein PvP-Endgame, könnte das Ganze eine sehr, sehr knackige Geschichte werden. Aber gehen wir mal weg von dem PvP-Thema. Events in der Welt wird es auch für alle geben. Also auch PvE-Events, Dinge, die einfach die Spieler zusammenbringen sollen, gemeinsam große World-Bosse zu erlegen. Das sieht man ja in beeindruckender Weise schon im Gameplay-Material, in diesen Trailern, die gezeigt wurden in der offenen Welt. Viele, viele Spieler auf einem Haufen, die auf einen großen Endboss eindreschen. Das finde ich geil, gefällt mir sehr gut, sieht auch knackig aus, habe ich Bock drauf. Ansonsten haben wir Wetter, das Einfluss auf die Welt hat. Also wo zum Beispiel sonst Ruinen drin waren, wenn es regnet,
füllt sich das Ding mit Wasser und ihr könnt dort nicht rein. Müsst dann also warten, bis eine Trockenperiode da ist und ihr dann dort wieder runter könnt und die Ruinen entdecken. Finde ich gut, so entwickelt sich die Welt, fühlt sich dynamisch an, hat eine Abwechslung auch, wie sich das Ganze anfühlt, wenn man durch die Welt zappelt und nicht immer das Gleiche sieht, sondern je nach Wetterlage vielleicht auch andere Dinge, die man sonst nicht vor der Nase hätte. Was bietet aber Thorn Liberty ansonsten noch? Es ist ein Action-Kampfsystem, haben viele von euch mit Sicherheit schon im Hintergrund gesehen. Ist also nicht mit Tap-Targeting, sondern hier wirklich Action aufs Maul. Es ist eine klassenlose Charakterentwicklung, ähnlich wie bei einem New World. Wer New World noch nicht gespielt hat, es ist letztendlich so, ihr habt verschiedene Waffenarten und ihr entscheidet, was ihr spielen wollt, je nachdem, welche Waffe ihr ausrüstet. Die Waffen kommen mit unterschiedlichen Skills. Wenn ihr die Waffen häufig anwendet im Kampf, levelt ihr die Waffen hoch. Durch das Aufleveln schalten sich neue Skills frei, vielleicht auch Synergien zwischen unterschiedlichen Waffenarten, die ihr ausgerüstet habt. Und ihr könnt eure Skillung sozusagen wechseln, indem ihr die Waffen wechselt und die dann dementsprechend auch hochlevelt, die anderen neuen Waffen, die euch vielleicht besser gefallen. Ihr könnt rumexperimentieren. Ihr habt also mehr die Möglichkeit, flexibel zu sein und dann auch später im Endgame mal zu sagen, hey, ich möchte jetzt nicht einen Bogen haben und im Fernkampf agieren, sondern ich rüste jetzt hier Schwert und Schild aus und gehe mitten rein ins Getümmel. Diese Option hat man, Voraussetzung natürlich, man hat die Waffe auch hochgelevelt oder ist bereit dazu, das zu tun. Rolle wird also definiert durch die Ausrüstung, die man anlegt, besonders durch die Waffen, die man wählt. Auf den Charakter-Editor bin ich schon eingegangen, mit Sicherheit eins der Highlights von Throne and Liberty, wie man hier seinen Charakter erstellen kann, wird es megamäßig viele Optionen geben. Asiatische Spiele glänzen immer mit dem geilen Charaktereditor. Dafür liebe ich diese Games. Auch das ist eins von den Alleinstellungsmerkmalen für mich, dass man einen richtig coolen Charakter zusammenbasteln kann. Was man noch sagen kann zu Throne and Liberty, es gibt keine Mounts in diesem Spiel. Ihr werdet nicht ein Pferd irgendwo im Stall abholen können und durch die Prärie reiten, sondern es gibt was Cooleres. Es gibt Tierformen und zwar könnt ihr euch selbst in diese Tierformen verwandeln. Welche Voraussetzungen das hat, mit Sicherheit Levelanforderungen, irgendwelche Quests oder so, dass ihr das freischalten könnt. Adler und Raubkatze wurden zum Beispiel schon gesichtet. Ihr könnt euch also dann in Adler verwandeln und könnt irgendwo durch die Lüfte fliegen und dann transformiert ihr euch zurück in eure menschliche Form. Dazu auch noch gesagt, die einzigen Völker, die mir bekannt sind in Throne of Liberty, sind auch Menschen. Es wird also keine Zwerge oder Gnome geben oder Orks oder was weiß ich. Zumindest habe ich davon noch nichts gesehen. Last but not least, der Abschnitt, den letzten, auf den ich eingehen möchte, nämlich Achtung Leute, der globale Release wurde ja erwähnt, es wurde schon lange gesagt, dass es einen globalen Release haben wird, Throne and Liberty, aber es gibt eigentlich noch keine globale Kommunikation. Haben wir letztens zwar gesehen, dass die Trailer parallel erschienen sind, aber es ist auch noch auf Koreanisch und ihr habt Untertitel auf Englisch. Es wurden aber viele Sachen, also zumindest vorab jetzt, vor diesen Trailern und Ankündigungen, wurde sehr viel immer nur im südkoreanischen Bereich kommuniziert und nicht global kommuniziert. Darauf muss man natürlich immer achten, wenn man solche Games hat, dass man hier eigentlich außen vor gehalten wird als westlicher Spieler, sage ich mal, als deutschsprachiger oder als englischsprachiger in den USA und so weiter. Werdet ihr sehr wahrscheinlich immer erst im Nachhinein mitbekommen, was es vielleicht Neues gibt in Throne and Liberty. Ich bin gespannt, ob sich die Strukturen noch aufbauen, dass das Feedback genauso von den westlichen Spielern gesammelt wird und darauf eingegangen wird und darüber kommuniziert wird, wie im südkoreanischen Raum. Bisher sehe ich das nicht, aber wir können uns ja noch überraschen lassen, wie das vor allem jetzt mit der Beta sich entwickeln wird. Das wird, denke ich mal, auch ein erstes Anzeichen sein, denn je nachdem, wie gut das kommuniziert wird, ob alle in die Beta reinkommen können, also auch westliche Spieler, oder ob zuerst die südkoreanischen Spieler dort reinkommen und wir erst mal noch ein paar Wochen oder Monate warten müssen, das wird uns schon zeigen, wie wirklich global Throne and Liberty sein wird. Und da haben wir dann entweder schon Fragezeichen oder Ausrufezeichen, die uns sagen, was wir erwarten können, wenn dieses Spiel bei uns rauskommt. Als nächsten Punkt hier in der letzten Kategorie, NCSoft erwähnt laut Google Translator, muss man ja hier betonen, nicht für Pay-to-Win gestaltet. Also Throne and Liberty ist nicht für Pay-to-Win gestaltet. Einen Satz später wird erwähnt, kein exzessives Pay-to-Win. Und dann auch noch die westliche Akzeptanz eines Battle Passes wird auch noch aufgegriffen, in den Kontext gesetzt. Also,
Es ist nicht für Pay-to-Win gestaltet. Okay, gut. Das nächste ist aber das Wichtige, nämlich kein exzessives Pay-to-Win. Hier haben wir schon mal was sehr, sehr, naja, wässriges, ja. Also exzessiv, was ist exzessives Pay-to-Win? Ist exzessives Pay-to-Win, dass ich mir plus 200 Stärke-Schriftrollen holen kann, die mir, was weiß ich, plus 1000 Schaden geben? Oder ist exzessives Pay-to-Win, ich krieg 5 Lootboxen pro Tag und andere halt nicht? Man weiß es nicht. Und wie diese Elemente dann eingebaut werden ins Spiel, wir werden sehen. Stimmt das überhaupt mit Google Translator? Fragezeichen. Wir wissen es nicht. Da auch noch den Wink zum vorigen Punkt, globale Kommunikation. Wenn diese vorhanden wäre, wüssten wir, was dort steht, und zwar nämlich durch einen offiziellen englischsprachigen Übersetzer, der das aus dem Koreanischen übersetzt hätte, und nicht durch einen Google Translator. Last but not least, Leute, das Spiel hat über 10 Jahre starke Neuausrichtungen in der Entwicklung mitgemacht. Hier wieder den Wink zum Game, was ich vorhin schon erwähnt habe. Alien war ein ähnlicher Kandidat, war erst als Air-Game unterwegs und lange ist ganz still geworden ums Spiel und dann plötzlich kam es als Alien und ja, The Throne at Liberty, die meistens von euch wissen es, Project TL sollte eigentlich ursprünglich, ganz ursprünglich ein isometrisches Game werden, also eher so wie eine Lost Ark-Konkurrenz vielleicht eher. Wobei es ganz am Anfang eine sehr coole Ausrichtung hatte mit ganz vielen verschiedenen Fantasy-Figuren, so einem Totenkopf-Ritter und so, also ganz coole Charaktere dabei gewesen, die man wechseln konnte direkt während dem Spiel, also 2-3 Charaktere konnte man wechseln während dem Game. Da konnte man auch Gameplay schon sehen und danach war es dann Project TL, da hat man das gesehen mit dem Ritter und der vollbusigen Frau, ja, das wahrscheinlich keiner von euch vergessen hat. Und da waren auch schon coole Sachen zu sehen. Eigentlich hat einen richtig guten Eindruck gemacht. Und dann wurde es ja jetzt hier Throne and Liberty ganz anders. Third Person 3D hier Verfolgerperspektive. Und da muss man immer mit sehr großer Vorsicht rangehen, weil diese ganzen Neuausrichtungen können dramatische Folgen für ein Spiel haben. Und das haben wir zum Beispiel eben bei Alien gesehen. Wir werden gucken, wie sich das jetzt hier noch auswirken wird mit dem Spiel. Es gibt übrigens, ich habe es noch bei den Features vergessen, einen Greifhaken, mit dem ihr euch irgendwo hochziehen könnt. Hat man auch schon im Trailer gesehen. Und ja, ich glaube, damit habe ich es relativ rund mal hier. Mit Sicherheit 1-2 Sachen nicht dabei. Aber lasst die mich gerne in den Kommentaren wissen, falls euch noch was einfällt, was ich nicht erwähnt habe. Ansonsten hoffe ich, habe euch ein erstes Bild von diesem Spiel geben können und euch auch die Ausrufezeichen mit auf den Weg geben können, die dieses Projekt momentan hat. Schauen wir mal, was draus wird. Danke euch fürs Reinschalten, macht's gut, bis zum nächsten Video und auf Wiedersehen.